Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist er jetzt auch freundlich geworden. Ich habe gerade Glas zerdeppern gehört. Hoffentlich sind das nur diese Hintergrundgeräusche und es kommt keiner. Also. Puh, erstmal tief durchatmen. So. So, wir konzentrieren uns. Konzentration. Erstmal ein bisschen warten hier. Ja, lange kannst du nicht warten, deine Batterien, Digga. Naja, ich kann auch ein bisschen ohne. Also ich müsste ja nicht die ganze Zeit mit Kamera rumlaufen. Bin mir jetzt nicht sicher, wo ich lang muss. Ich habe einen Schlüssel. Steht irgendwas in den Dokumenten. Notizen. Hier steht noch was über das Ding im Dunkeln. Das war anscheinend dieser Wallrider, über Ja. den hier überall in Dokumenten gesprochen wird. So, da bin ich Geh mir einfach mal jetzt. lang. Ich gehe jetzt einfach mal gucken, was haben wir hier? Also Schlüssel habe ich. Schlüssel ist schon mal gut. Was ist hier? Hier ist so. Und hinter der Raum hinter der Tür, da hat irgendwas richtig laut geknarrt. Das Typ ist auf jeden Fall weg. Ja, aber seid ihr nicht sicher? Also ich höre schon wieder diese Musik. Ah, Diese. hier sind Schränke. Ich glaube, das ist schon wieder der Hauptraum und von hier aus muss ich wieder irgendwo hin. Hier sind überall Schränke, das merken wir uns mal. Da hinten in der Ecke steht auch noch einer. Der ist bestimmt hier irgendwo. Ich glaube, Laundry, ich habe den Schlüssel jetzt. Ich weiß jetzt aber nicht. Hier habe ich ein Dokument, glaube ich, gefunden letztens. Ja, dann schaue ich mal um. Batterie schon wieder fast leer. Oh Gott. Ja, genau, hier ging es nicht weiter. Scheiße. Irgendeine Treppe musste ich hoch. Da stand dieser komische Priester. Puh, was geht's hier lang? Priester? Was? Ja, dieser komische da, der von dem auch immer gesprochen wird in Dokumenten und so. Ah. Ah, hier bin ich schon wieder hier. Da flackert Licht. Hier ist nichts. Ich frage mich aber, wo man hin soll. Da ist der Schlüssel. Da habe ich den Schlüssel leer. Hier ist die Treppe. Muss ich vielleicht die Treppe wieder zurück und da hinten hoch? Hier haben wir auch noch ein paar Räume. Da war die Toilette. Ist das noch vielleicht für das hier? Nee. Also irgendwo hoch müsste ich, glaube ich. Wo ist denn die Treppe hoch? Oh. Oh. Er kommt. Ja, ich weiß, ich renne jetzt einfach. Ich glaube hier. Toll, ich bin die Treppe runtergefallen. Ja, ich bin fast erledigt. Hat er es geschafft? Schafft er es? Kann er hinter mir? Oh, Alter. Puh, also hier oben kommt er also nicht hin, das ist gut. Schlüssel, ich weiß. Oh, ich muss erstmal abwarten, bis er sich wieder eingekriegt hat. Also der ist jetzt ein bisschen angeschlagen. Ich glaube, ich weiß, vielleicht ist das hiervon. Jo, 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 jo. Geh schnell rein. Mach die Tür schnell zu. Nicht, dass sie mir noch hinterher rennen. So, jetzt geht's auch noch auch schon weiter. Oder auch nicht? Doch, ich muss springen. Upsala. Es klappt aber, ich weiß. Das war unten war das genauso weit. Ja. Da muss ich irgendwie später abspringen oder so, irgendwas. Also auf jeden Fall muss es klappen, ich weiß es. Dann muss ich aufs Geländer. Ne, aufs Geländer komme ich nicht. Nein. Mal gucken, vielleicht. Hier kann man sich verstecken. Aber irgendwie ist das Versteck auch. Naja, ich würde es direkt sehen. Dieses Bett ist irgendwie nicht so gut als Versteck. Ich laufe hier die ganze Zeit mit der Kamera rum, das sollte ich mal lassen. Was macht eigentlich ein Bett auf dem Flur hier? Also. Ja, die sind ja wild, alle wild geworden und so. Okay. Ja, warte mal nicht so lange, deine Batterie, Digga. Ah ja.
Scheiße. So, machen wir ohne Licht. Und ups! Nee, irgendwas ist da nicht. Irgendwas. Also. So, hier an der Seite. Ah, jetzt komm. Hier, kann ich hier drauf? Nein, mit Sprinten klappt's auch nicht. Hm. Tja, nun. Nun ist schon wieder... sicher? Ja, das muss irgendwie. Ich muss irgendwie hier was ranstellen. Aber ich kann ja nichts mitnehmen. Das Geländer komme ich nicht. Mit Sprinten kann ich. Wo falle ich denn jetzt hin? Hier kann ich noch stehen. Hier falle ich runter. Batterien fast leer. Naja, vielleicht muss ich von hier aus den Anlauf nehmen. Ja, sicher. Genau. Ah. Follow the blood steht da. Also Folge der Blutspur. So, eine Batterie nur noch. Aber wir hören ja sowieso bald auf. Und ja, wenn man wieder lädt, dann spendieren die uns noch eine Batterie, glaube ich. Ich glaube, das war immer so. Auf jeden Fall, wenn man stirbt, kriegt man auch noch zwei Stück wieder von neu. Da unten waren wir, oder? Oh. Oh, da ist er. Da ist er. Hoffentlich kann er nicht hoch. Kann er ja nicht. Ja, aber vielleicht ist da irgendwo auch eine Treppe oder so und dann kommt der. Nee, wir sollen ja die Blutspur folgen. Also muss ja irgendwie... Batterie gefunden. Irgendwas machen hier. Also irgendwie müssen wir Blut finden, ne? Ja, haben wir ja, da ist ja hier die Schleifspur hier. Also muss ich runter. Ja. Ja, das war ja sowas von klar. Ich wusste es schon. Okay, dann gehen wir mal... Vielleicht kann ich auch hier an der Seite... Ja, das muss, glaube ich. Also hier an der Seite kann man vorbei. Und dann, ja... einen waghalsigen Sprung oder ich breche hier gleich ein. Das ist eins von beiden, kann passieren. Da unten, der ist komisch, dass er mich nicht sieht, aber die merken schon was, wahrscheinlich gar nichts mehr. So, wenn ich jetzt runterfalle, habe ich Arschkarte. Hopsala. Der hätte mich auch schön an den Beinen runterziehen können, aber er hat es nicht. Er ist speichert, das ist gut. Der Speicherpunkt, das finde ich sehr gut, dass er jetzt speichert. Oh. Ja, richtig geil. Da ist dieser Wallrider. Siehst du, dieses komische Geist-Ding? Hast du gerade gesehen? Ja. Super, das als ob das klar war. Also es hat gerade gespeichert und dann. Ja. Ne, ohne Kamera kann ich hier nicht. Ich weiß nicht, ob das passieren soll. Dass ich hier runterfalle, weil ich hier nichts sehe, wo ich weiter könnte. Ja, irgendwie müssen die ja was machen, damit man weiterkommt. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass wir die Einzigen sind, die hier mal runterfallen. Ne, das wäre ja wohl richtig scheiße. Guck, der hast nicht mehr. Ah, Batterie. Oder? Jo. Siehst du, also wenn hier eine Batterie schon mal liegt, also... Es geht irgendwo raus hier. Gut, dass der Typ da irgendwo anders ist. Nicht hier. Ja. Das würde mich jetzt ganz beunruhigen. Hier sind Türen, aber die kriegen wahrscheinlich nicht auf. Die sind zu verbarrikadiert. Also, vielleicht komme ich wieder hoch. Naja, wie denn? Vielleicht, ja, ich dachte, hier steht irgendwas, aber nee. Hier ist nix. Muss ich laden? Laden geht ja nicht so einfach. Also, im Menü ist ja kein Punkt für laden. Also, das ist ein bisschen, ja, das ist jetzt ein bisschen komisch hier. Kacke, ja, ein bisschen kacke. Nicht Aufschluss. Ja. Ah. Ja, hier. Betten, hier stehen Betten. Jo, da kann ich sogar hoch. Und ja, da oben erwartet mich bestimmt. Oder? Nee. Warum der nicht? Gustav hier, ne? Der Typ, wo ist er? Gustav. Ja. So, jetzt. Ich will jetzt nicht nochmal reinfallen. Ich will speichern. Das ist besser mit Speicherpunkten. Wenn man selber speichern kann. So. Da ist das Loch, da gehe ich mal nicht rein. Hier sind Verstecke. Schade, dass man auch nicht sehen kann, wo das halt kaputt ist. Ich glaube, man kann das nicht sehen. Aber ich glaube, das war auch vorgesehen, dass da nur da das Loch ist. Ja. Ich suche hier gerade noch nach Batterien oder so.
Da ist ein Raum. Oh, ich höre schon Geräusche. Da ist die. Okay, das sieht ziemlich, Pass auf ja, hier. naja, sieht ziemlich beruhigend aus, natürlich, ne? Also, ich bin gespannt auf dieses, was man im Trailer gesehen hat, dieses, komische Ding da. Das Ja. will ich noch sehen und dann. Also, ich glaube, dann scheiße ich mir richtig ein. Noch ein Welches Dokument. Ding? Die habt ihr doch. Ich hab dir doch den Trailer geschickt, oder nicht? Ja. Von dem Spiel. Da ist doch dieses komische Viech da, dieser Typ da, Ach der einen dann so. verfolgt. So, was haben wir hier? Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. Die war da von 1952 bis 1946. So. Oh. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte. Aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen, schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ja. Oh. Also, schon wieder Batterien leer, Batterien, Batterien, ich brauche Batterien. Nix Batterien oder was? Ach, schon wieder alles. Oh Gott. Zu. Zu. Es ist zu. Na ja, super. Ich fass es nicht. Es ist zu. So. Super Ja, wo geil. müssen wir denn jetzt hin? Irgendwo? Oh, was war Oh. das? Das war schon wieder wahrscheinlich dieser Wallrider. Renn mal hinterher. Muss ich wahrscheinlich. Das sieht nach der Stelle aus. Aus dem Trailer. Ein bisschen so, meine ich. Steht hier Lüge. Lüge steht hier an der Wand. Lie. Aha. Hier sind überall Kreuze aus Blut. Da war so ein richtiger Knall hier irgendwo hier. Echt? Also entweder war das Hintergrundgeräusch, aber er kam aus einer bestimmten Richtung. Vielleicht hat er die Tür aufgeknallt oder sowas. Ja. Oh Wirklich nee. nicht. Oh, was ist das denn? Die Tür ist zugegangen. Das sind die zwei fetten. Die zwei fetten, nackigen Menschen. Männer. Da lag eine Batterie. Ah, egal. Versteck dich. Boah, ich hätte da überhaupt nicht hingehen sollen. Ich bin so blöd. Ja, was wusstest du doch nicht? Ja, ich hätte es aber ahnen müssen. Ja, nichts mit Ahnen hier. Hier Super, eine Batterie, man kann hier eine. überall was ahnen. Ja. Ja, geh einfach hinter, geh einfach hinter. Ich glaube, die kommen nicht. Ich gehe da nicht hin. Junge, du hast nur noch eine Batterie, du versuch's. Ja, ich versuch's mal. Ich gehe erstmal hier, ich dann Kondome auf. Ich dachte schon. Da liegt schon wieder ein. Batterien, Batterien. Voll die Fische, ey, die kommen bestimmt gleich her. So, ich gehe mal in die Richtung. Der kommt mir bestimmt entgegen. So, was ist hier? Oh. Kann ich hier. Oh Gott. Sind da nicht zwei von denen immer? Also zwei Brüder waren das doch oder so. Ich weiß nicht, wer das ist. Der andere ist, glaube ich, woanders. Hä? Hier komme ich doch her, wo. Ah, die sind schon hier hingelaufen. Verstehe. Die sind schon hier ins Zimmer gelaufen. Oh Gott, jetzt habe ich das vergessen, wo das Zimmer ist. Mach keinen Scheiß. Los, kein Scheiß. Batterien, Batterien, Batterien. Hast du eine gefunden, Oh. oder? Ja, ich habe noch eine. Also eine habe ich jetzt noch und dann habe ich noch eine gefunden. Oh. Wenn er jetzt in meine Richtung geht, habe ich. Der soll gefälligst in die Richtung.
Boah, ist der da blöd oder was? Pisst der da hin? Nein, 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 nein. Boah, ich weiß nicht, was er macht. Nein, nein, der hat mit seinem Knüppel, also mit seinem Machete spielt er rum. Guckt sich die an. Wenn er jetzt nicht weggeht, ich weiß nicht. Und hinter. Hätte man jetzt eine Waffe, Alter, den könnte man locker abknallen. Ich würde das machen. Guck mal, da hätte er lol. Sehr verbuggt das Spiel, der steht da in der Wand rum und ich will den jetzt nicht weiter angucken. Ist ja ekelhaft. Dass er mich nicht sieht hier von der Seite. Soll ich da hingehen oder was? Nein! Ja, ich muss da aber hin. Wie? Ja, da, das ist ja nicht ohne Grund, dass sie da stehen. Also so. Hier ist ja nichts mehr, hier geht's ja nur noch im Kreis, hier steht auch der Pfeil. Okay, ja, dann geh hin da. Ich gehe da jetzt hin, lock die da weg, damit ich da hin kann. Oder ich gehe einfach durch, also ganz eiskalt. Ich weiß eiskalt nicht, durch. Ganz aber einfach. Ein Schlag und ich bin tot. Ich kenne die. Bist du sicher? Jo. Oha. Kopf ab. Echt? Weiß ich nicht. Aber ja, irgendwie, aber irgendwie war das verbuggt, kann das sein? Ja, das war der eine war in der Tür drin. Und ich probiere es jetzt nur noch einmal. Oh, der geht mir direkt entgegen. Ja, man hat ja eigentlich keine Chance. Wenn man den einmal nur irgendwie berührt, dann ist Ende. Also, nee, ich muss die irgendwie weglocken. Ich muss wissen, wann die weggehen. Das ist problematisch. Geh weg, nicht in meine Richtung. Die gehen natürlich getrennt. Das war ja so klar. Ja. Die gehen natürlich. Das ist jetzt so ein kleines Problem. Wenn ich jetzt hier stehen bleiben könnte, ich will nicht unter das Bett. Das dauert mir zu lange, dass man, wenn man da hochgeht. Ist doch so. Wenn die jetzt nicht rennen, wenn er mich nicht bemerkt, hoffentlich schreit er, bevor er mich, So. Das sieht gut aus. Boah, mein Herz pocht, ey. Tür zu. Bleib still, Digga. Kann man hier Schränke... Nein, scheiße, Schränke kann man nicht verschieben. Geh schnell durch hier. Was? Zu? Und das Bett, und das Bett. Schild, die kommt doch gar nicht. Ja, aber was meinst du, wenn die gleich die Tür da reinknallen, du? Ach, du kackst immer nicht in hier. Ich meine, du zockst, aber trotzdem. Okay, du hast recht. Die sehen mich ja erst noch nicht. Also ich kann mich dann jederzeit noch verstecken. Ja. So, erstmal gucken. Ah. Geil. Wenn der mir jetzt entgegenkommt. Ich schwöre. Kann ich mich verstecken? Ist da Kacke drauf? Ist da Kacke drin? Ja. Sah so aus irgendwie. Ja, also sicher ist hier jetzt hier ist alles. Das ist alles vollgeschissen. Oh. Alter. Da ist der Priester. Der da rumleuchtet. So, guck. Alter, wie sieht das denn hier aus? Guck mal, die haben ja alles im Arsch gemacht. Wie tief das da runtergeht. So, die kommen hier eh nicht hin. Ich glaube, die können nicht springen. Die sind zu fett. Und ich spring da natürlich runter. Ich bin ein Held, so. Ich bin der Oberheld, weißt du? Ich spring hier einfach mal eiskalt runter. Oder es war Absicht. Weil irgendwie ist er ja nicht in die Stellung gegangen, damit man da so seitlich laufen konnte. Also ich verstehe es nicht. Wenn die Tür jetzt zu ist... Nee, die Tür kann man gar nicht öffnen. Die Tür ist blockiert. Die da hinten ist natürlich offen und ich steck fest. Okay. Leicht verbuggt das Spiel. Ah, es geht ja wieder hoch. Da brauche ich ja keine Angst haben. Boah, ich hab jetzt... Oh, nee, hier könnt ihr ja kommen. Hä? Was soll das denn? So, ich werde jetzt... Ich werde das jetzt mal... Oh Gott. Was ist los mit mir? Erstmal hoch hier. Und dann... Upsala. Okay. Warum der jetzt nicht so seitlich da entlang geht, oder muss ich, oder ist das Absicht? Nee, jetzt geht er. So ein bisschen sparen. Vielleicht kracht hier das nicht ein. Tja. Das könnte sein.
So, da. Ach, ich wollte speichern, ey. Au, 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 au. Die Kamera, die Kamera. Die Kamera. Na, ich kriege ein. Oh, ne, geh schnell hoch, Junge. Scheiß auf die Kamera. Ja, am besten scheiß auf die Kamera. Also ich würde lieber auf die Kamera scheißen. Also auf Licht zum Beispiel. Ist ja Lichtquelle gewesen. Ziel, du brauchst deinen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ja. Oh. Ja, muss ich jetzt runter oder was? Ach Gott. Die, jetzt sollen die mir nicht sagen, dass ich runter muss. Ich gehe jetzt so durch. Wenn ich, nee, hier ist Wand. Ach nee. Also das heißt, ich muss runter. Hm. Naja. Der ist doch da unten, ne? Ja, die, das sind beide, glaube ich, da unten. Wenn ich jetzt drauf gehe. Nee, alles klar. Hier bricht das wahrscheinlich zusammen. Ja, das war ja. Irgendwie also, schon wieder klar. Irgendwie. Also, ja, die Kamera muss ich wahrscheinlich holen. Und aber es ist mal abwechselnd. Ne? Hm. Schade, dass ich nicht einfach so hier durchkomme. Hier ist Wand. Achso, der macht extra die Hände so, weil es ist keine Wand, glaube ich, oder? Weil es dunkel ist, macht er das, glaube ich. Mhm. Nee, ich glaube. Ja, ich weiß nicht. Naja. Ab hier sehen wir uns beim nächsten Mal. Jo, alles klar. Den verlorenen Camcorder zu finden. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.